Hallo und herzlich willkommen bei Stempelrausch. Ich bin Michelle Vogel, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und ich freue mich riesig, dass du wieder vorbeischaust und dir das neueste Video ansiehst. In diesem Video siehst du, wie eine Visitenkartenhülle angefertigt wird. Vor ein paar Wochen habe ich schon mal ein paar Karten gezeigt mit einem besonderen Verschluss. Das waren die hier. Da wird das linke Teil einfach hier zwischengeklemmt. Und so hat es dann einen schönen besonderen Verschluss. Im Prinzip ist das genau dasselbe, bloß ein bisschen kleiner. Die Infokarte mit dem Link zu diesem Video blende ich dir hier rechts oben ein. Die Visitenkartenhülle hat ein Fertigmaß von 6,5 x 9,5 cm. Und insgesamt ist es ein Streifen von 6,5 x 21 cm und wird gefalzt bei, ich habe es andersrum gemacht, bei 4 und bei 13,5 cm. Und es gibt verschiedene Verschlusstechniken bzw. Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Visitenkarten. Hier habe ich zwei Dreiecke aufgeklebt. Habe ich einfach ein Viereck halbiert, sodass ich zwei Dreiecke erhalte. Und hier siehst du zwei dünne Klebestreifen. So und so. Die Streifen habe ich mir aus einem Stück Selbstklebestreifen abgeschnitten. Da habe ich ungefähr ein 2,5 großes oder langes Stück abgeschnitten. Und drei dünne Streifen draus geschnitten. Also ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass ein halber Streifen schon fast zu viel ist. Und damit bin ich sehr gut gefahren. Da habe ich dann drei solcher kleinen dünnen Streifen. So sehen die aus. Du könntest jetzt auch den Flüssigkleber nehmen, zum Beispiel ganz dünn auftragen am Rand mit dem Mehrzweckflüssigkleber, was dir lieber ist. Also ich fand das eigentlich ganz praktisch. Weil es sehr genau ist. Dann werden die einfach hier ganz am Rand aufgeklebt. Und dann anschließend wird die Schutzfolie abgemacht. Und dann kannst du das dann auf die Innenseite dann draufkleben. Ich zeige dir das gleich noch weiter, wie das funktioniert. Angefertigt habe ich dieses Visitenkartenmäppchen mit dem Stempelset Kreiert mit Liebe. Beim Erscheinen des Katalogs hat mich dieses Stempelset nicht wirklich angesprochen. Hätte ich allerdings nicht dieses Stampin' Up! Logo, dann hätte ich mir das bestellt. Da ich aber noch ein Stampin' Up! Logo aus einem älteren Stempelset habe, hatte ich mich auch erst gar nicht dafür entschieden. Beim letzten Teamtreffen war ich eine der glücklichen Gewinnerinnen und habe dieses Stempelset gewonnen. Und beim Nachhausefahren sprudelten sämtliche Ideen in meinem Kopf herum, was ich damit anstellen könnte. Und nächsten Tag zu Hause habe ich dann herum experimentiert und herausgekommen ist dann so ein Visitenkartenmäppchen. Das sind die ganzen Spots für das nächste Teamtreffen. Also wenn du das Video siehst, dann ist das Teamtreffen schon gewesen. Das Stampin' Up! Logo ist auch dafür gedacht, dass du deine angefertigten Projekte, die du verkaufen möchtest, mit diesem Stampin' Up! Logo auch versehen sind. Das ist die sogenannte Angel Policy. Also das ist der aktuelle Jahreskatalog auf der Seite 181. Da siehst du das auch nochmal. Da die Motive von Stampin' Up! Urheberrechtlich geschützt sind, darf man sie dann auch nur verkaufen, wenn auch dieses Stampin' Up! Logo drauf ist. Da ist das dann nochmal, damit du auch auf der sicheren Seite bist. So eine Visitenkartenmappe oder Visitenkartenhülle, Mäppchen, wie auch immer, ist nicht nur für Stampin' Up! Demonstratoren gedacht, wie ich finde, sondern auch für jeden anderen kreativen Beruf oder kreative Hobby wie Malen, Zeichnen, Stricken, Häkeln, Nähen etc. Du kannst natürlich auch ganz andere Visitenkartenmäppchen anfertigen. Ich zeige dir einfach jetzt mal die Grundidee, wie ich sie angefertigt habe. Du benötigst deinen Papierschneider. Wenn du nur ein Visitenkartenmäppchen haben möchtest, dann schneidest du dir auch nur einen Streifen bei 6,5 cm ab. Wenn du sagst, du brauchst gleich ein paar mehr am Stück, mindestens vier, dann gebe ich dir folgenden Tipp. Schneide das gleich bei 26 cm.
Falze ist, dann legst du die 21 cm lange Seite hier an diese Schiene an und falzt das erste Mal bei 4 cm. Und weiterschieben bis 13,5 cm. Und jetzt schneidest du dir deine Streifen in jeweils 6,5 cm. Wenn du in Massenproduktion gehst, dann macht auf jeden Fall das erst so, erst das große Stück auf 26 cm runterschneiden und dann falzen. Das geht insgesamt schneller, als wenn du jeden Streifen anschließend einzeln falzen würdest, so wie ich das am Anfang gemacht habe. Und bei den letzten 4-5 Stück fiel mir ein, ich hätte es auch einmal komplett falzen können und dann schneiden können. Mit jeder Erfahrung lernt man immer wieder dazu. Und deswegen gebe ich dir auch gerne diese Tipps weiter. Jetzt stempel ich den Abdruck einmal. Dazu verwende ich einmal Himbeerrot und mein Stampin' Magic, damit ich das genau positionieren kann. Denn ich möchte das ja mittig und gerade drauf haben. Hier setze ich das bewusst ein bisschen höher, da ich hier unten einen langen Streifen hinkleben möchte. Das Ganze stemple ich im Moment übrigens mit dem Stempelblock C, mit dem Acrylblock C. Alles, was ich dafür verwende, das siehst du auch in der YouTube-Infobox. So, und jetzt nochmal das kleine Logo. Da nehme ich dann den kleinen Stempelblock. Und das setze ich dann hier unten hin. Jetzt habe ich jeden Winkel ausgeschöpft und nun mache ich das Ganze sauber. Du kannst natürlich auch zwischendurch einmal deine Folie sauber machen, damit du dich nicht versehentlich einsudelst oder so. Da kannst du dann einfach mit dem Stampin' Nebel hier raufsprühen, ein, zwei Sprühstöße. Und dann nimmst du ein Küchenkrepp und machst es dann sauber. Jetzt brauche ich noch ein Stück Farbkarton, um so einen Gruß zu stempeln. Kreativ macht Freunde oder Freude. Macht ja beides. Ist ja auch so. Kreativ macht Freunde und Freunde. Und stanze das mit der 1/3 Kreisstanze aus. Und ein Stück Farbkarton in Himbeerrot mit der 1,5 Zoll Kreisstanze. Das Ganze wird jetzt hier einmal zusammengeklebt. Dazu kannst du entweder den Mehrzweckflüssigkleber nehmen, den Tombow Mehrzweckflüssigkleber, oder du nimmst hier den Snail-Kleberoller. Die Seiten knicke ich jetzt einmal. Und ich werde gleich mit der Big Shot einmal prägen. Also die beiden Seiten. Dazu lege ich das dann jeweils in die Big Shot rein. Einmal so und kurbel das dann durch. Und die andere Seite genauso. Die beiden Ovale habe ich auch schon ausgestanzt und bereits zusammengeklebt. Wenn du jetzt deinen fertig geprägten Rohling hast, dann nimmst du deinen Papierfalter und streichst dann noch einmal richtig schön glatt nach, dass es dann auch schön zusammenliegt. Am besten auch von der Rückseite, damit du die Front nicht wieder platt drückst. Also dann, sonst ist das ganze Geprägte nachher weg. Jetzt guckst du einfach, wie rum du das hinhaben möchtest. Das fixiere ich mir hier an der Kante. Dann nehme ich ein bisschen Snail-Kleberoller. So ein bisschen reicht dafür schon. Und richte das jetzt
genau mittig aus. Also dass die Abstände links und rechts zueinander stimmig sind, genauso wie oben und unten. Guck, dass du dann wirklich ziemlich am Rand klebst. Da reicht nur so eine ganz kleine Ecke, dass es dann einfach fixiert ist. Das ist einfach nur eine kleine Hilfestellung. Du musst es nicht fixieren, aber ich finde es halt angenehmer. Jetzt nimmst du dir einen Bleistift und machst dir ein paar kleine Punkte, wo du deine Löcher hinhaben möchtest. Du brauchst zwei kleine Löcher. Moment, ich habe hier ein Beispiel. So sehen die Löcher dann nachher aus. Also da. Das ist mein Beispiel und da kommen dann nachher die Löcher hin. Also ziemlich dicht von der Kante hier, also von diesem Einleger. Also ich würde ein Loch hier hin machen und eins da, so dass immer noch genügend Platz ist, dass die linke Seite hier zwischen oder drunter geschoben werden kann. Wenn du die Löcher zu weit nach links setzt, also ziemlich weiter zur Mitte hin, dann passt das hier nachher gar nicht mehr drunter. Von daher ist es sinnvoll, das einmal zu fixieren, damit du ein paar Punkte setzen kannst und letztendlich dann auch ausstanzen kannst. So, dann nimmst du jetzt einfach deine Zange und guckst, wo die Löcher sind, guckst einfach, wo die Punkte sind. Das kann man ganz gut sehen. Ich hoffe, du siehst das auch. Moment, einmal so. Und die andere Seite auch. Jetzt habe ich meine beiden Löcher. Nehme jetzt ein Geschenkband. In dem Fall nehme ich einfach das Savannefarbene, weil mein naturfarbenes Band ja leider alle geworden ist. Nimm einfach das Band, was dazu passt. Und ich ziehe das jetzt hier einmal durch. Mach einen flachen Knoten. Wie ein flacher Knoten geht, da habe ich auch noch mal ein Video zugedreht. Den Link dazu bzw. die Infokarte mit dem Link blende ich dir auch hier rechts oben ein. Und jetzt kannst du dann gucken, ob du das so schräg abschneiden möchtest oder so. Da der Knoten oder das Band jetzt ein bisschen anders verläuft, mache ich das jetzt mal von dieser Seite. Auf dem Kreis kommt jetzt rückseitig noch ein Stampin' Dimensional, damit das Ganze eine kleine Erhöhung hat. Das wird einfach jetzt fällt mir auf, dass ich das eigentlich in Espresso haben wollte. So wie diesen Hintergrund. Das sieht ja doof aus. Dann nehme ich doch mal den. Ich habe da noch einen. Das hebt das Ganze doch noch ein bisschen hervor, wenn das jetzt noch andersfarbig hinterlegt ist. Jetzt brauchst du nur noch eine kleine Halterung. Da zeige ich dir dann jetzt verschiedene Sachen, die du machen kannst. Du kannst einen Streifen dir hier reinkleben. Das ist jetzt
ein anderer Prototyp, da habe ich verkehrt rumgestempelt. Auch das passiert. Kennst du wahrscheinlich auch. Hier sind jetzt die Ecken reingeklebt. Hier ist jetzt ein Streifen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, zwei Halbkreise links und rechts aufzukleben. Das habe ich mit dem Tombow Flüssigkleber gemacht. Du kannst aber auch deine Halbkreise oben und unten aufkleben. Du kannst aber auch Washi-Tape verwenden, Designer-Motiv-Klebeband. Ja, so. Oder du klebst das hier einfach ein bisschen an die Ecken. Da würde ich dann aber auch noch die anderen Seiten nehmen, weil das kann sein, dass das nicht ganz so super hält. Also ich bevorzuge dann doch schon eher so eine Variante, dass das richtig eingeklemmt ist, dass die Visitenkarte nicht gleich rausfallen kann. Ich mache das jetzt mit dem einfach nochmal. Dann nehme ich einen Streifen. Die Breite hat ja normalerweise 9,5 cm. Ich mache das jetzt so 1 bis 1,5 mm kleiner durch die ganzen, durch die beiden Falzlinien, sonst verschließt das nachher gar nicht mehr richtig. Das würde ich jetzt auch nochmal ein bisschen kürzen, damit der Stempel auch nochmal richtig zu sehen ist. Insgesamt ist der Streifen dann 2 cm hoch. So gefällt mir das ganz gut. Und ich nehme jetzt ein bisschen Tombow-Kleber. Und gucke, dass ich möglichst weit unten den Kleber auftrage. Nicht zu dick, damit das an den Seiten und oben und unten, beziehungsweise unten nicht rausklebt, rausquillt. Ich jetzt nur noch meine Visitenkarte hier reinklemmen. Also du kannst auch noch kurz warten, bis das richtig angezogen und richtig trocken ist. Aber so hält das schon richtig gut. Und fertig ist mein Visitenkartenmäppchen. Wenn du auch sowas bastelst und Lust hast, mir das zu zeigen, dann schick mir gerne ein Foto per E-Mail. Du findest auch meine ganzen Kontaktdaten in der YouTube-Infobox oder auf meinem Blog auf www.stempelrausch.de. Hier siehst du nochmal die Farbübersicht, die ich gemacht habe. Das ist Farngrün, Wildleder, Kalypso, Zartrosa, zarte Pflaume, Bermuda-Blau und Himbeerrot. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Im nächsten Video siehst du mit aller Wahrscheinlichkeit die ganzen Swaps, denn es wird ja wieder getauscht beim Teamtreffen. Und ich freue mich schon total darauf, was es da wieder für Inspiration und Kreation gibt. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche Sonntag. Bis dann. Tschüss.